Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Da ist die Elika, die stand ein bisschen weiter aus dem Bild, habe ich gerade nicht gesehen. Aber ich muss erstmal Steine tanken. Steine holen. So, ich muss erstmal Steine holen und ich hoffe, ich schaffe in dieser Folge noch das Level Up. Es wird definitiv die letzte Folge dieser Aufnahme sein. Und die letzte Folge der Vorproduktion. Die nächste Folge, die kommt, ich hoffe, dass die auch direkt morgen sein wird und nicht irgendwie aussetzen muss. Aber die nächste Folge, die kommt, die wird dann definitiv nach meinem Urlaub sein. Die wird wieder aktuell sein und dann passt das. Okay, da kann ich ja jetzt anschauen. Mach das! So. Sie meint natürlich meine jetzige Folge, die also für sie heute rausgekommen ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme, also sprich die Folge vom 24.05. Ja, ich bin 2 Wochen jetzt ungefähr im Voraus, so soll es sein. Urlaub, ja, ist mittlerweile vorbei, so wie ihr das seht, oder zumindest sobald ihr die Folge seht, ist mein Urlaub schon vorbei. Wenn ihr sie sehr spät seht, hat mein neuer Urlaub schon wieder angefangen. Nee, Quatsch, ja, je nachdem, wann ihr guckt natürlich, aber auf jeden Fall mein großer Urlaub ist wieder vorbei, sozusagen die Flitterwochen sind weg. Schauen wir mal, wo es nächstes Jahr hingeht. Ich muss ja nächstes Jahr, da hat mich Tui ja gezwungen, mit dem Gutschein von 500 Euro, muss ich ja dann auch wieder in Urlaub fahren. Wollte ja in Balkonien bleiben, aber nein, Tui will das nicht. Tui sagt, komm, du fährst, ob du willst oder nicht, und nimmst gefälligst deine Frau mit. Und da sage ich, na gut. So, muss man ja so sagen, also der mag, wie heißt der Gargoyle, haut mich da hinten wie ein Wilder. Aus 22, eine Ordohose, oh, nee, komm. Weg. So, okay. Sortieren geht ja nicht. So, wir laufen wieder hin und machen dann, ja, wo geht's denn lang? Hier lang. Total besoffen. Ich habe auch langsam Hunger, ich muss mal was zu essen machen, aber davor muss ich dann erstmal die Videos einstellen, denn das habe ich voll vergessen. Hihihihi. Ich habe es erstmal so freigeschalten. Also, Leute, wenn ihr euch wundert, warum hat der vor 2 Wochen mal wieder das Video nicht freigeschalten oder mal wieder das Video nicht richtig beschriftet? Ja, das lag daran, das habe ich in der Aufnahme gemacht, weil ich es einfach verpennt habe. Weil ich ein Rindvieh bin. Aber naja, gut, wenn man zu viel im Kopf hat oder um den Kopf herum, dann kommt halt auch viel Rindvieh raus. So. Ich für meinen Teil brauche noch 3 oder 4 Runden, denke ich mal. Und dann haben wir Level Up. Die sollten wir eigentlich diese Folge schaffen. Mehr als Appen wird wahrscheinlich nicht mehr werden, aber ja, mal schauen, wie viel und was wir hinkriegen. Elika selbst hat vielleicht jetzt ein bisschen aufgeholt, weil sie lag ja ein klein wenig hinten. Plupp, da sind wir halt auch halbwegs gleich auf, muss man sagen. Passt schon. So, hopp. Und weiter, 55, 56, ich freue mich an den Ast. So. Die machen wir jetzt auf jeden Fall fertig. Wie gesagt, mein Urlaub wird auf jeden Fall schön gewesen sein. Habe ich jetzt so beschlossen. Das lasse ich mir nicht von miesen. Das letzte Mal war es ja wirklich so. Dieses Mal nicht oder hoffentlich noch nicht. War es ja so, dass kurz vor meinem Urlaub der Terroranschlag in Tunesien war. Ich fahre ja wieder nach Tunesien. Ich hoffe mal, dass das diesmal, sagen wir mal, schon allein dadurch, dass die Sicherheitsvorkehrungen immer noch recht streng sein werden, dass wir diesmal nicht auf die Idee kommen, so eine Scheiße abzuziehen. Terrordrohungen gab es ja schon, aber diesmal eher auf, warte mal, hier klemmt gerade das Mikro ein bisschen komisch, Quatsch, der Kopfhörer. Terrordrohungen gab es schon, aber diesmal eher auf europäische Strände, aber ich sag mal so, man sollte sich davon nicht abhalten lassen. Wenn es einen erwischt, dann erwischt es einen, sagen viele, und das ist auch die richtige Einstellung. Ich sag's mal ganz offen und ehrlich, weil nur wenn, so ist es ja leider momentan, ich habe es ja schon mal erwähnt, Terror wird mittlerweile normal, mit Terror lebt man heutzutage und naja, es ist traurig, aber es ist, sagen wir mal, immer noch das Beste, denn nur dann verliert Terror seine Wirkung, wenn er einfach, ja, passiert halt. Wenn er einfach, sagen wir mal, so beiseite geschoben wird, wenn er nicht mehr so, sagen wir mal, Mainstream ist. Wenn er einfach das Normalste von der Welt ist, dann kann es auch kein Terror mehr sein. Weil Terror ist immer unnormal, Terror ist immer was besonders Schreckliches. Aber wenn die Leute das halt jeden Tag machen oder jedes Jahr oder jede Woche, naja, dann ist das nicht mehr schrecklich, dann ist es halt so. Dann erwischt halt immer jemanden und dann ist das wie ein kleiner Krieg. Es ist ja auch Krieg, muss man sagen. Krieg gegen den Terror heißt ja nicht umsonst. Und wie gesagt, dann ja, ist es so. Ich gehe mal von aus, dass es mich nicht erwischt, wenn doch. Naja, dann war das vielleicht doch die letzte Folge, aber ich glaube mal nicht dran. So,
Ansonsten, auch ihr, wie gesagt, solltet euch nicht davon abschrecken lassen, von irgendwelchen Leuten irgendwo hinzugehen, irgendwelchen Urlaub zu machen. Klar, in Kriegsgebiete sollte man jetzt nicht unbedingt fahren. Und auch wenn man, sagen wir mal, in gefährdeten Ländern ist, mit gefährdet in Anführungsstrichen, dann sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Aber wie gesagt, gefährdet ist heutzutage auch Spanien, Portugal und Frankreich, die Urlaubsgebiete. Gefährdet sind auch die deutschen Urlaubsgebiete, weil letzten Endes man heutzutage vor Terror eben nirgendwo gefeit ist. Überall, wo Menschenansammlungen sind, da kann es einer erwischen. Punkt. Ob jetzt beim Einkaufen, weil einkaufen muss jeder, oder eben beim auf dem Flughafen, oder eben im Urlaub, letzten Endes trotz des Terroranschlags, trotz des schrecklichen Anschlags, sagen wir mal, ist die Statistik immer noch so, dass das Gefährlichste am Urlaub immer noch die Fahrt zum Flughafen bzw. vom Flughafen ist. Auch wenn da letztes Jahr viele Menschen gestorben sind und total schrecklich war und es immer noch total schrecklich ist, aber wie gesagt, die Fahrt zum Urlaubsort ist immer noch gefährlicher als der Urlaub selbst. Das werden die Terroristen auch niemals anders hinkriegen. Denn, ja, es sterben nun einfach immer mehr Urlauber. Und wie gesagt, wenn sie halt ein Ziel sich besonders aussuchen und da besonders draufgehen, fahren die halt woanders hin. Und dann ist die Fahrt eben wieder das Gefährliche. Ha! Ja, egal wie terroristisch ihr seid, egal was ihr macht, ihr steht auf verlorenem Posten. Ihr könnt nicht gewinnen. Terror kann nun mal nicht gewinnen, weil Terror, wie gesagt, wenn er gewinnt, dann ist er normal. Und wenn er normal ist, dann hat er verloren. Punkt. Ihr habt verloren. Schon allein in dem Moment, in dem ihr einfach versucht, Terror zu verbreiten und Zivilisten angreift. Das ist doch so. Die Niederlage ist einfach vorprogrammiert, wenn man versucht, sagen wir mal, nur Angst und Schrecken zu verbreiten, nur sinnlos, wahllos irgendwelche Ziele zu töten, anstatt damit ein Ziel zu erreichen. Das Ziel ist ja, Angst und Schrecken zu verbreiten. Und Angst und Schrecken verbreiten kann man aber nur, solange Angst und Schrecken, auch an der Tagesordnung sind. Klar, es wird auf jeden Fall auch die Länder schädigen und es wird die Urlaubsplätze schädigen, aber ganz ehrlich, ja, dann ist das halt so, wie gesagt, das sind meistens dann ja eure Länder, die ihr selbst schädigt. Das ist eure Infrastruktur, die ihr kaputt macht. Ja, was soll's denn? Ist es halt so. Weil letzten Endes auch Tunesien, auch wenn es von einer demokratischen Regierung regiert wird, wie gesagt, der Islam ist dort halt sehr weit verbreitet und bei jedem Anschlag erwischt halt auch die eigenen Leute. So. Und ich glaube nicht, dass ein muslimischer Vater, der dann seine Tochter verliert, noch großartig sagt, ja, das war richtig so. Allah wollte das so. Allah wollte das so, der hat den Typen dahin extra dahin geschickt. Das war absolut richtig, dass der das gemacht hat. Das wird kein Vater sagen. Weder muslimisch, noch christlich, noch welche Religion auch immer. So, Sioni schreibt mich gerade an mit Huhu. Ich mache gleich ein Huhu zurück. Sobald ich hier zurückgehut habe. So. Zurück. So. Lapp. So, ansonsten 1% noch. Oder, also eine Runde oder zwei. Ein oder zwei Runden, das schaffen wir auf jeden Fall in dieser Runde. So. Gucken wir mal. Ich gehe mal hier hinter. Hopp. Und hopp. Ein oder zwei Runden. Das sollte, allrauen, wie immer. So. Warte, ich schreibe gleich mal. Ich muss nur mal kurz. Okay, da ist die AOE. Bin ich sicher. Allraunen. Guck mal. Wie immer. Ja. Weil in letzter Zeit habe ich ja die viel. Obwohl, ja, immer wird es nicht mehr sein. Denn, wie gesagt, noch eine oder zwei Runden. Das kommt halt immer ganz drauf an, ob ich, das 1% voll bekomme oder nicht. Princess X3 hat sich den Titel Triumphaler Verzauberer verdient. Das nächste Mal darf ich nicht mehr sagen, wie immer, weil dann sind wir ja durch. Und das ist gut so. So, da liegt die AOE. Ich laufe mal mit rein. Die wirkt ja eh ein bisschen nach. Die Nova. So. Damit die auch ein bisschen schön angefrostet sind. Sehr schön. Perfekt. So, 20 von 50. Juhu! Also noch 30 oder 80, also auf jeden Fall 100%ig unter 100 Allraunen und dann haben wir die durch und sind wieder einen Schritt näher an Level
96, 97, 98, 96, genau. Muss jetzt überlegen, bin voll verwirrt manchmal. So, 1325, gut, das passt auch. Wie gesagt, ich muss ja noch die Fallout-Folge für den heutigen Tag, also für euch nicht, sondern für mich heutigen Tag, muss ich ja noch einstellen. Und wenn ich die eingestellt haben tun täte, dann kann ich das ganze Zeug noch rendern, muss das hochladen. Naja, also ich sag mal so, die Arbeit ist noch da, aber zumindest ist immer noch das Vorarbeiten nicht so. Du Lappen, Spaten, Bolzen, hast du wieder geleacht. Martian Dreams, weißt du was, wir machen das jetzt mal so hier. So. Weil war jetzt so teilweise gut gemeint oder nicht, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit dafür. Und nach dem Urlaub kann ich mich eh nicht mehr daran erinnern, wer das war, wenn ich da getrollt habe. Deswegen habe ich jetzt einfach hier auf Spieler blockieren. Habe ich da auch gemacht, ne? Ja, Spieler ignorieren. Genau. So. Habe ich drauf geklickt und gut ist es. Weil, wie gesagt, muss nicht sein. Lalalala. Flup. Übrigens, ich weiß, ist immer noch bei mir auf der FL. Aber, ja, finde ich auch ganz lustig. So, lalalala. Weil, wie gesagt, normalerweise, ich trolle ja gerne die Trolle, die möglichen, aber, ja, irgendwann, ja, es nervt nicht, ne, nerven tut's vielleicht auch ein bisschen, aber nicht so sehr. Heute nervt's vor allem, weil ich jetzt gerade Ende der Folge bin. Hättest du eher geschrieben, hätte ich mir ein paar schöne Gefechte mit dir liefern können, du selber Lappen. So, Level up! So. Lalalala. Juhu! Hilfe! Up! So. Ich nehme die Quest natürlich hier dran. Helga? Helga darf nicht davonkommen. Wir haben hier Schweinerei. Die nehme ich natürlich gerne an. Lululul. Quest abschließen. Und noch einmal. Lalalap. Sicher. So. Und mir fehlen nur noch 2%. Weißt du was? Ich mache hier gleich noch ein bisschen mit. Aha. Werkheiler. Okay. Ich helfe noch. Den Rest der Folge helfe ich noch. So machen wir das. Den Rest der Folge mache ich noch mit. So, ich ziehe natürlich trotzdem mein Hütchen an, mein anderes. Wo haben wir den? So, hier. Flinker Helm der Sonnenfinsternis. Anziehen. So schön. Und schon sind wir wieder ein bisschen verstärkt, verbessert, vereinfacht. Da passt das doch. So. Ansonsten, langsam. Ich bin zuerst gespannt, wer zuerst ab. Naja, ich war ja immer ein bisschen vorwärts. Langsam bin ich gespannt, wer zuerst ab. Ja, ich war immer ein bisschen voran. Ich hatte ja 2% Vorsprung. Dann später, als ich einmal gestorben bin, im Grab noch 1%. Aber ja, immerhin, das 1% war ja noch da. So. Blub und plapp. Und dann so. Lülalülalap. Und dann haben wir es auch fast geschafft. Ja, jetzt kriege ich Werbeeren, die ich eigentlich gar nicht haben will. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht so viele Werbeeren sammeln. Sonst muss ich die Quest neu annehmen. Es geht auch. So. Nuriaria hat sich den Titel mittellos verdient. Glückwunsch. So. Was sagt denn die Folge? Die Folge sagt noch eine Minute oder sowas. Und dann ist auch eh gut. Dann ist auch eh gut. So. Und Martian Dreams, wie gesagt, wenn du es nicht so gemeint hast, schreib mich auf YouTube an. Wirst du irgendwann vielleicht von der Igno genommen. Aber wie gesagt, auf Dauer ist das halt nicht mein Umgangston. Ich troll dich gerne mal. Wenn du das gerne willst, kannst du mich gerne auf YouTube versuchen zu haten und so weiter und so fort. Aber hier klappt das nicht. Weil das geht halt einfach, ganz einfach. Und auf YouTube kann ich dich übrigens auch sperren. Das heißt, wenn es zu viel wird, wird es zu viel. So. Und heute war es halt zu spät. Du warst zu spät dran. Du bist voll langsam. Ich bin die ganze Zeit schon online. Du warst auch schon ewig online. Ich habe das gesehen. Und ja, hast wahrscheinlich wieder geleacht. Und da kommt man natürlich nicht zum Schreiben, weil man nicht da ist. Wenn man so langsam ist, ne, dann ist man langsam. Und da kann ich jetzt auch nichts dafür, dass du leider jetzt auf Igno stehst. Weil irgendwann muss es ja auch mal gut sein. Vor allem, ich weiß ja nicht mehr, nach dem Urlaub weiß ich nicht mehr, wer du überhaupt warst. Ich kann mich nicht an dich erinnern. An die meisten anderen auch nicht, aber du bist sowas von nichts. Da ist das noch schwieriger. Weil, ja, wie gesagt, ich erinnere mich nur an die lieben, netten Leute. Und natürlich an die extrem negativ aufgefallen sind. Das bist du noch lange nicht. Jedenfalls ist es halt so, dass ich, ja, da, da,
ja, dass es halt so ist und damit ich auch nicht mehr erstmal drüber nachdenken muss, stehst halt jetzt erstmal auf Ignor. So. Ich denke mal, die anderen wird es auch nicht stören, weil dann schaffe ich hier ein bisschen mehr, das schadet auch nicht. Hihi. So, warte mal, wir nehmen mal hier den Werkheiler. Flop, flop, flop. Okay, das hier auch. Den nehme ich auch noch mit. So, und dann reicht das auch für diese Folge. Leute, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Lasst einen Daumen nach oben da. Elika macht noch ihr 1%. Ich mache jetzt online, offline, weil ich musste das Zeugs machen und so weiter und so fort. Ich denke, das 1%, die schafft sich schon noch. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Warum habe ich denn hier schon wieder 1%? Fällt mir jetzt gerade so ein. Hab doch keine Quest abgegeben, oder? Aha, aha, aha. 30.000, 26.000, nee, nö. Dann war ich wahrscheinlich, ja, okay. Warum auch nicht. Stört mich jetzt auch nicht. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.